nach Diktat einer älteren Stoffsammlung, ausgehend von den Phänomenen, die dem nicht mehr wissen, nämlich dass man nicht mal mehr weiß, nicht mehr zu wissen, aber dasjenige mal wissen musste, so etwa wie man glaubt, ein Bewusstsein zu haben, sogar ein spiegelreflexives, aber nicht mehr bemerkt, dass dieses Bewusstsein sich ja bewusst sein müsste, bewusst zu sein, das aber nicht mehr bemerkt. Das Verpassen der Existenz also, unbewusster Schlaftraum ohne Antwort auf das Hier und Jetzt, das Warum, Wozu, Wofür der ganzen Existenz und des Lebens. Zweitens die zunehmende Überraschungsaustestung sich immer weiter einengender und zuspitzender Herausforderungen, die die Aktion-Reaktion in Bewegung setzen, automatisch soll, kein Nachdenken notwendig für die Handlungen, da es um die Präferenz der Drittveränderungen geht. Drittens die Aufspaltung, die Aufspreizung, die Doppelung, die Spiegelung, die Zwielichternheit, die Wiederparadoxie in allem Sein. Neuer Absatz. Zum Proton Pseudos und dem aphanysischen Mythen, in denen Bewusstseinsspiegelspaltung entstehen, Aufspaltung und Aufspreizung und Polarisierung und Wechselentfremdung von Körper gegen Geist, von Existenz gegen Essenz und damit erst die Wahrnehmungsfähigkeit von Spiegelbewusstsein Welt und vice versa Reflexion darüber. Der Absatz. Was die Menschen sich alles für Fantasien gemacht hat, um dasjenige, das sie als Intimstes angeht, zu begreifen, zu versuchen. Aber es gelingt nie, die unterschiedlichen Positionen, die den unterschiedlichen 2x3 Begehrenspositionen korrelieren, auf einen grünen Zweig zu bringen, solange nicht dasjenige gewusst wird, wie und wozu das Bewusstsein von Sein oder Existenz oder Essenz entstanden ist und zu welchen Behufe und mit welchen Filtermitteln, Zerlegungen, Verschiebungen, Verdichtungen und Rekonstruktionen für ausschließlich bestimmte Zweckziele, nämlich der Drittveränderung, sich das Bewusstseinsbild zusammensetzt, bevor sich dann die Phantasmen des Gesamtphänomens daraus zusammensetzen, rückzuschließen, versuchen. Unser Projekt war genau dies, die Voraussetzungen für diesen Rückentschluss erst einmal zu klären, bevor die Schlussfolgerungen, auf deren Stichhaltigkeit oder eben nicht, überprüft werden könnten. Die folgende delirante Begriffskonfusion durchzieht die gesamte Philosophiegeschichte, sprich die Hysterie, vermittels derer das Sprechwesen sich sein eigenes Existieren zu erklären versucht. Entweder an den Wurzeln oder vom Geäst herab. Vergleiche hierzu die mühevolle Zusammenstellung von Jörg Knöller in Philocast Universität München, auf die sich diese Begriffe referieren. Wahrnehmungs-, Bewusstseins-, Erkenntnistheorie-Fragen sind unlösbar verknüpft, et vice versa, mit den Fragen der zu erkennenden Phänomene von Existenz, Sein, Essenz, Wirklichkeit, Realität, Reales, Geist, Ratio, Körper, Seele, Fühlen, Denken, Handeln und so weiter. Das Erste, was folglich erklärt werden müsste, warum das immer zwei, eigentlich letztlich vier, untrennbare Medaillenseiten sind und nicht eine einzige Vorderseite allein existieren kann, wie auf der Münze Odins von Jorge Luis Borges. Nun die Liste dieser polarisierten Begriffe, Wahrnehmung, Bewusstsein, Reflexivbewusstsein des Bewusstseins, bewusstes Spiegelreflexionsbewusstsein des Bewusstseins, Existenz versus Existieren, es nur noch aushalten, es nur noch durchhalten, Sein
seiendes Wissen versus Wissen out Bewusstsein versus Aktion, Essenz, Existenz und Nicht-Existenz versus radikales Nichts, Existenz an sich oder für etwas, Bedeutung oder Sinn versus Bedeutungsenthobensein von Existenz und Essenz. Was kann Existenz sein, was nicht? Mehr Existenz, authentische Existenz, Hyperexistenz, fiktionale oder virtuelle, paradoxe Existenz, Präexistenz versus Existenz, Ontologie, Outsein von Existenz versus Essenz, Bewusstsein oder Existenz des organisch-biologischen Tier, Dissipation, Schizospaltsprechwesens, versus anorganisches Entropie, Unmöglichkeit der Nichtexistenz von bereits wahrgenommenem, bewusstseinsfähigem Begriffs-, Wort-, Bildvorstellung, Idee, Universalien, Nominalismus, wahrhaftige Existenz, Wirklichkeit kontra konkretisierte Essenz, Materie, Form, Substanz gleich echte Wirklichkeit. Ontologie versus Metaphysik. Realität, Schrägstrich Phänomenologie versus Reales. Seiend. Nominalismus, Akzidenzien, Kategorien und das Seiende. Eine Frau versus die Frau, das Ding. Die Apparatur, Universalien versus Transzendentalien. Platon, die Hyperexistenz, Transzendenz, Sein, Idee, universale Form, Begriff, Existieren, Existieren, echter, authentischer, übersteigender als realistische Essenz, Existenz, Daseiendes, Gegenstand. Die sichtbare Vergänglichkeit stellt die niederere Welt dar, die unwirkliche Welt, die Realität. Dahinter eine unsichtbare, unvergängliche, höhere Welt, Nuus, Noos, wirkliche Welt, Idee, Reales, Archä, der Urgrund. Die beste aller Welten, die Sonne, die Idee des Guten bei Platon. Aristoteles erster Versuch einer Relationstheorie der Phänomene, nämlich gibt es verschiedene Modalitäten oder Begehrensaussichtspunkte über das Einzige und nichts darüber hinaus und darunter hinaus sprechen zu können, was sich wahrnehmen lässt als Formsubstanz oder Substanzform. Später Lacan, die genießende und sich vertilgen lassen machende Aberwitzigkeitsumformungs-Substanz, Umtransformierungssubstanz. Thomas von Aquin, Essentia, Wesen, wirkliches Reales ist verschieden von phänomenal aktualer Existenz, Transzendentalia, Unum Verum, Bonum. Leibniz war der zweite Relationstheoretiker nach Aristoteles, der auch verschiedene Modalitäten je nach Ausgangspunkt des Begehrens postulierte, modale Monaden versus modale Phänomene, Hume, Hobbes, empiristische Wahrnehmungsuntersuchung als Voraussetzung der Erkenntnis von Existentem, Nihil est in intellectu, quod non fuerit primum in sensu, das führt zu Descartes und Kant, Descartes irreduzibel, nicht hintergehbares Anfangszweifel des Cogito, aus dem er dann das Ergo des Seins ableitet, fälschlicherweise, wie Lacan dargestellt hat. Kants Gegenposition, rationale Denkurteilsposition als Voraussetzung des Erkennenkönnens. Transzendentale Aporiestruktur des Geistes, vor allem sekundären. Dann Meinung, den wir bislang nicht kannten,
Siehe die früheren Videos, es existieren auch das Nicht-Existierende im Symbolischen versus die platte Essenz oder Existenz. Heidegger lassen wir aus. Der Existenzialismus von Kierkegaard ist ergreifender. Frege. Sein ist lediglich eine Substantifiktionalisierung der Copula esse. Klammer auf, Penetration des sexuellen Begehrens in die Logik. Quine, Inwagen, Fein wird auch noch aufgezählt. Existenz, Existieren, Sein, gleich Eigenschaft von Dingen oder nur von weltvorstellungsgenerierenden Sprechwesen, das ist eben die Frage. Die Abspaltung von Körper und Geist, die gleichzeitige Aufspaltung von Existenz und Essenz, von Wesen und authentischem Sein.